warum ich mich auf eine medizinische Begutachtung gut vorbereiten sollte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Jedes Jahr beantragen in Deutschland mehrere hunderttausend Menschen eine Rente wegen Erwerbsminderung oder Reha-Maßnahmen. Die Rentenversicherung muss dann über den Antrag entscheiden oder über die Anträge entscheiden. Dazu gehört auch eine medizinische Sachaufklärung. Ja, also die deutsche Rentenversicherung ist verpflichtet, eine Sachaufklärung im Rahmen des SGB X zu betreiben. Es müssen medizinische Befunde eingeholt werden, die müssen bewertet werden. Wenn dann weiterhin noch Zweifel über die Frage der Erwerbsfähigkeit des Antragstellers vorliegen, muss die deutsche Rentenversicherung einen Arzt beauftragen, der dann ein Gutachten erstellt und die Fragen beantwortet oder die alles entscheidende Frage beantwortet: Liegt Erwerbsminderung vor, ja oder nein, oder in welcher Art und Weise liegt eine Erwerbsminderung vor? Viele tausend Menschen erhalten dann einen Brief von ihrer Rentenversicherung, dass ein Gutachten erstellt wird oder erstellt werden muss. Und aus unserer beruflichen Erfahrung als Rentenberater, als gerichtlich zugelassene Rentenberater und Rechtsanwälte, aus tausenden Beratungen und Vertretungen im Bereich der Erwerbsminderungsrente, kann ich Ihnen wirklich nur zwei wichtige Gründe nennen, warum sich der Versicherte wirklich gut auf eine Begutachtung vorbereiten sollte. Erstens, der Gutachter gibt die Antwort auf die Frage, ob Sie erwerbsgemindert sind oder nicht. Sein Gutachten ist maßgebend für die Frage, ob Ihr Rentenanspruch besteht oder nicht. Es geht um Ihre finanzielle Zukunft, um Ihre Absicherung, es geht letzten Endes um Ihren Rentenanspruch. Zweitens, viele Versicherte, so unsere Erfahrung, haben vor der Begutachtung einfach Angst. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Was denkt denn der Gutachter jetzt? Was darf ich den Gutachter fragen? Glaubt mir der Gutachter, wenn ich ihm sage, dass ich wirklich krank bin, dass ich nicht mehr laufen kann, dass ich Kopfschmerzen habe, dass ich Angst habe, dass ich schlecht schlafen kann, dass ich nicht mehr gut esse und wie auch immer? Oder denkt er vielleicht, dass Sie lügen? Haben Sie vielleicht auch Angst, dass Ihre Unterlagen, Ihre medizinischen Befundberichte, die Sie bei der Deutschen Rentenversicherung eingereicht haben, gar nicht beim Gutachter sind und er das Gutachten deswegen gar nicht objektiv vorbereiten kann? Alles viele Fragen. Und eine gute Vorbereitung auf ein Gutachten nimmt Ihnen letzten Endes auch die Angst und die Unsicherheit, die Ungewissheit vor der Begutachtungssituation und vor dem Arzt, der Sie begutachtet. Deshalb mein Tipp: Wenn der Gutachtentermin steht, werden Sie bitte nicht kopflos. Nehmen Sie sich wie immer ein Plättchen Papier, ich halte es mal hoch, und dann legen Sie das zu Hause hin und dann schreiben Sie sich bitte alles auf, was Sie zum Thema Gutachten einfällt. Lassen Sie das ein paar Stunden liegen und dann gucken Sie es nochmal neu an und sortieren dann praktisch diese ganzen Fragen und die ganzen Dinge, die Sie da aufgeschrieben haben. Und dann arbeiten Sie alles das ab, was Sie dort aufgeschrieben haben, also zum Beispiel, Sie prüfen, ob Sie ordnungsgemäße medizinische Unterlagen haben. Vielleicht rufen Sie auch mal Ihren behandelnden Arzt an und sagen dem: Du, pass auf, nächste Woche ist oder in 14 Tagen ist eine Begutachtung. Kannst du mir bitte da nochmal mit helfen? Wie siehst du die ganze Sache? Kannst du da vielleicht nochmal einen Befundbericht hinschicken? Und so weiter und so fort. Ja, das ist ganz wichtig. Aber was wir auch festgestellt haben, ist, dass viele Menschen in dieser Situation trotzdem überfordert sind. Und deshalb macht es Sinn, dass Sie sich professionellen Rat und Hilfe suchen. Das heißt also, gehen Sie bitte zu Ihrem Rentenberater vor Ort oder zu irgendjemandem, der Ahnung hat, der Sie dort auf das Gutachten vorbereitet. Wir als Rentenberater von rentenbescheid24.de, wir bieten so eine Vorbereitung an. Ja, Sie können sich das bitte in unserem Leistungspaket Coaching, Begutachtung mal anschauen. Wir haben wirklich viel Erfahrung in diesem Bereich und deshalb können wir Ihnen hier auch eine entsprechende Gutachtenvorbereitung für Ihr Erwerbsminderungsrentenverfahren gutachten, für Ihr Reha-Verfahren gutachten und andere Verfahren oder andere Gutachten nur wärmstens empfehlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.